Es ist Nico mit dem Sturm in H. Das Genre-Battle hat er durchstudiert. Wir schreiben ihm den netten Kommentar, dass er mit diesem Dreck die Runde fliegt. Ja, das ist Nico mit dem Sturm in H. Das Genre-Battle hat er durchstudiert. Wir schreiben ihm den netten Kommentar, dass er mit diesem Dreck die Runde fliegt. Ja, das ist Nico mit dem Sturm in H. Das Genre-Battle hat er durchstudiert. Wir schreiben ihm den netten Kommentar, dass er mit diesem Dreck die Runde fliegt. Ich merk schon, du magst dieses Buchstabenspiel. Du bist Nico mit dem stummen H, ich Dandy mit dem großen D. Die Clips sind wack und jeder Verse klingt beschissen. Plus du siehst aus wie Stephen Hawkins als Let's Player Edition. Yeah. Ich mein, hast du dein letztes Video gesehen? Was macht dein Face? Ich habe Angst, vielleicht hast du da ein Problem. Das Close-Up vor der Camper kommt die sweet Idee. Doch will ich Jumpscares, würde ich mir einen Horrorfilm ziehen. Dein Cringe-Level ist super. Auf Party sagst du, ich bin Nico mit dem stummen H und jeder dort mit diese Bruder. Mutter Rap ist mit der Wackness wieder fremdgegangen und nach 9 Monaten ist der Nico mit dem Haar entstanden. Für die Locations hast du jahrelang getüftelt. Grad auf Straße, grad auf Auto, grad auf irgendeiner Brücke. Kann man nicht von Glück reden, dass ich dich hier kick. Anstatt ne Maffen hätte ich lieber gute Gegner gekriegt. Ey, was ist denn los, warum bewegst du dich so? Das wirkt so unkoordiniert, als müsstest du grad aufs Klo. Deine Präsenz will wirklich niemand hier. Denn es ist Nico mit dem Haar, er macht jedes Turnier zum Scheißturnier. Nico mit dem stummen Haar, das Genre-Battle hat er durchstudiert. Wir schreiben ihm den netten Kommentar, dass er mit diesem Dreck die Runde fliegt. Ja, das ist Nico mit dem stummen H. Das Genre-Battle hat er durchstudiert. Wir schreiben ihm den netten Kommentar, dass er mit diesem Dreck die Runde fliegt. Ja, das ist Nico mit dem stummen H. Das Genre-Battle hat er durchstudiert. Wir schreiben ihm den netten Kommentar,